So, und jetzt sind wir wieder zurück. Und es wird N Nacht. Nacht. Gut. Wir haben eine Mini-Mini-Hütte. Ich bin dafür, dass wir dagegen sind. Ich muss mal gucken. Also ich habe mir jetzt markiert, dass ich zur 0-0 möchte. Da ist die 0-0. Und wenn wir jetzt die rote Flagge setzen, haben wir 3 Kilometer. Das ist schon ein Stück zu latschen. Oh, warte mal. Ich habe doch Stein in der Hütte, der weg muss. Oh, hoppala. Glitchybug. Dich nehme ich mal runter. Geht gar nicht. Warum nicht? Bedroll. Oh, das könnte... Bad Schlafsack. Fertigen. Craft. Also mit der Sprache bin ich noch nicht so ganz einig. Ich brauche auch noch mal Trinken haben wir, ja? Da haben wir uns noch mal einen Schluck rein. Das ist gut. Ich muss mal erstmal noch einen Schluck Wasser holen. Oh, das Wasser sieht so geil aus. Guck mal hier. Jetzt die Angel raus. Ich will eine Angel. Joe, eine Angel. So. Alles klar, gut. Eine Flasche Wasser kochen wir. Ich hätte gern auch einen Blaubeerkuchen, aber da fehlt noch ein bisschen was an Zutaten. Maismehl, Wasser. Heidelbeeren hätte ich ja. Heidelbeeren? Senst. Na toll. Na toll. Ah. Komm mal rüber. Was haben wir denn? Gleich 10 Uhr. Ein Sicherheitsschlag. Durch solche verstorbene Frau. Ach nee, durch Suche. Ach, durch solche. Die Aufregung noch. Das ist schon mal ganz gut. Nein, danke. So. Ich habe jetzt nur leider nicht so viele Torchis. Da bräuchte ich jetzt noch ein bisschen mehr Fett. Ich könnte aber zwecks Durst nochmal hier so ein kleines Getränk mitnehmen. Das geht ja eigentlich auch, ne? Was ich nicht habe, ist so eine kleine Kiste. Ich könnte mir so eine Kiste bauen. Ich habe zu viel Mist schon wieder dabei. So. Wollen wir mal eine Konserve mit Wasser machen, eine Flasche Wasser und ich hoffe, oh yeah, die haben aber mächtig an der Soundschraube gedreht. Ach du Scheiße. Ton ist noch ein bisschen laut, ne? Naja, gut. Wir werden mal gucken, diese Folge. Huhu, sagt er. Huhu. Bin gespannt, ob der Bedroll hier abstürzt, da oben. Den kann man schon gar nicht mehr nehmen, ne? Okay. Selbst wenn der oben abkracht. Hier unten haben wir noch ein bisschen. Wie weit ist denn das Essen? Alles gut. Warte mal. Ich wollte mir doch noch... Die Sounds sind ja meisterlich. Was jetzt? Gegenstand muss repariert werden. Doch es fehlen Teile.
zerlegen. Digga. Mach mir keine Angst. Das ist auch auf jeden Fall anders geworden. Eine gesicherte Aufbewahrungskiste. Prost. Das ist schon mal gut. Da sind wir voll. Okay. Also die Nacht wird wahrscheinlich ein bisschen... Huhuhu. Ich werde nicht viel machen können. Ich habe immer noch die Einstellung Survivalist. Und da habe ich, ehrlich gesagt, relativ viel Respekt. Ich werde mal meine grundlegenden Sachen hier machen. Ich mache den mal da oben weg. Ich habe hier noch einen sitzen. Ich habe nicht einen sitzen, sondern hier noch einen sitzen. Ein Schlafsack. Ihr wisst schon, was ich meine. Meine Güte. So. Wollten wir den Boden wieder begradigen. So, okay. Jetzt haben wir hier ein bisschen Platz. Huhu, hallo. Eine Fackel aufgestellt und jetzt haben wir Licht. So. Ah, schön. Jetzt gucken wir oben nochmal raus. Hier muss ich Acht geben, wenn ich da reinfalle. Direkt aufs Feuer. In der Nacht ist sehr dunkel. Soundtechnisch ist es ja echt Wahnsinn. Geil geworden. Sehr schön. Gut. Ich werde mal eine Kiste hinstellen. Uhu. Ja, ich bin auch da. Also, falls irgendeiner von irgendwelchen Überlebenden kommen sollte. Vitamine. Komm, die naschig. Schnack. Und ich will euch einen Painkiller. Haben wir einen Buff oder sowas? Nee, jetzt die Vitamine einfach so. Schluck und weg. Hydration 30 runter, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das geht ja unter 60%. Das ist ja Hammer. Huh. Da müssen wir mal Acht geben, ne? Da ist man ganz schnell verdurstet. Ein Riesenvorteil ist ja, wenn ich die Dosen habe, kann ich ja... Shotgun Long Barrel. Ja, ist eigentlich zu früh, ne? Pistol Barrel auch, komm, ist zu früh. Weg damit, scrappen wir. Ich gerne hätte dieses Raw Iron. Das kann man bestimmt auch schön einschmelzen, 66 Stück. Bäume pflanzen. Wollen wir? Wollen wir Bäume pflanzen? Komm, wir sind so nett. Zerlegen. Da macht man Steine wieder draus, okay. So, das ist ja eigentlich fast wie früher, ne? Also die Gascan hier, die brauche ich nicht. Hier haben wir einen schönen Knüppel, da können wir den wegpacken. Wenn ich jetzt Mais hätte, wäre natürlich ideal. Ich habe nämlich ein Glas. So. Hier kann man schönen Humus machen. Okay. Hello. Anybody here? Oh, das ist dieser Sound von dem Hirsch. Der ist auch krass. Der Hirsch. Der schnoddert so. Der macht so komisches Geräusch. Das ist ja mal geil. Also da hat sich doch wirklich viel getan. Bräuchte noch ein bisschen Holz. Aber die Nacht wird spaßig. Auch mal voller Angst. Ich muss mal den Tee gleich kochen. Das Problem ist auch, weil man hier so... Psst! Ah, psst! Ah, nicht so ein Krach. Ja.
Ich rüste mal hier komplett auf. Machen wir hier ein paar. Der kann ja auch mal weg hier, der Schimmelbruder. Der stinkt mir nämlich die Bude voll. So, wir haben das Symbol hier für die Dollars. Das ist ganz interessant. Jetzt will ich mal gucken. Sortiere das Inventar. Also, naja, ob das jetzt sortiert ist. Zuerst Waffen, Essen, unten dann Bauteile, okay. Ob das jetzt gut ist oder schlecht. Sei mal dahergestellt. Vielleicht bei Müllkisten ganz interessant. Wenn du so eine Müllkiste hast und alles reinwirfst, den ganzen Schrott, Krusel, Musel und so, da ist das vielleicht... Boah, ist das laut. Da wacht sogar der Huhn auf. Ja, bei so Müllkramkisten, da ist das, glaube ich, wirklich ganz interessant. Aber man sieht hier gar nichts. Das geht mir ganz schön auf dem Schnüsel. Oh, er sieht mich aber. Boah, Eingang, Eingang, Eingang. Okay. Oh. Na. Ja, toll, jetzt brenne ich auch noch. Komm und ess mich, ich brenne. Schnüsel auf die Frutsche. Au. Die macht mir meine Hütte kaputt. Meine schöne neue Hütte. Ich hab's gewusst. Das Elend hat einen Namen. Es nennt sich Z. Frau Z. Warte mal, komm doch mal hier rüber. Ach toll, jetzt ist Feuer aus. Nein, komm hier rüber. Eigentlich müsst ihr doch auch brennen. Genau, los. Brenn, du Luder. Tot oder nicht? Ah, noch nicht. Komm her. Komm noch mal ins Feuer. Bitte. Komm her ins Feuer jetzt endlich. Siehst du, da hat sie Respekt bekommen, glaube ich, ne? Ah, schlau. Die ist schlauer geworden. Nein. Ich komme jetzt nicht runter. Was? Erika heißt du? Hallo, ich bin's Omme. Ich überlege, die Einstellung so zu belassen, oder... Wow. War ja eigentlich nicht schwer. Warum habe ich dann so eine Angst davor? Die Truse nimmt mir ganz schön die Hütte auseinander. Ich glaube, die ist mit so einem Bauarbeiter befreundet. Die hatte bestimmt so ein kleines Mini-Beil dabei. Ein Splint ist immer gut. Das ist wirklich sehr gut. Ein Splint brauche ich, ne? Ein Halstuch nicht, aber... Ein Verband. Und dann machen wir mal gleich noch einen und noch einen. Weil Verbände braucht man immer. 2, 3, 4, 5 sind im Stack drinne. Gut. Alles klärchen. Heidewitzka, die hat mich aber erschreckt. Die Trusel. Jetzt liegt ihr Kadaver rum. Ach, weg. Das Gute ist, dass man da ein bisschen Fett rausklopft. Und das schmelzen wir uns mal. Nochmal den Talg. Hatte ich noch in der Kiste? Nee, hatte ich nicht. Klamottenfrack. Minibike Wheels. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Rotten Fleisch, weg. So ein bisschen Blutpack lutschen. Das ist auch gut. Hier Hydration gibt es. Sättigung. Mm, lecker. Lutscht den Beutel leer. Nein. Widerlich. So, einen Tee wollte ich machen nochmal. Hätte ich bloß noch ein Glas mehr, ne? Ich mach mir mal den roten Tee. Vielleicht geht's nochmal in die Wüste. Dann wäre das gar nicht so verkehrt. So. Da ist der Tello. Und dann machen wir nochmal einen Torchi. Eine Fackel. Und dann brauchen wir Holzkohle. Nee. Talg. Stofffetzen. Ah. Da ist er, der Stofffetzen. Der Tee ist fertig. Oh, ich trinke mir den, glaube ich, nochmal, oder? Was sagt mein Durst? Nahrung sagt mir, oh. Hm, rohe Eier sind nix. Was ich nochmal hier lasse, ist der Duct Tape.
Zutaten machen wir zu Stofffetzen. Dann kann der nämlich da weg. Die Sounds sind so heftig geworden. Das sind die Pfeile. Steel Arrows habe ich gefunden. Schön. Was kann ich mit anfangen? Nix. So, auch den Breastkram lasse ich liegen. Ich nehme mal meine Kanne mit Chili. Hunger habe ich ja schon. Das kann eigentlich alles hier bleiben. Die würde ich gerne mitnehmen. Bin mir nicht sicher, ob ich sie brauche oder nicht. Trinken wir uns mal bis 100. Die Bullet Casings. Keine Ahnung, wo es uns hintreibt. Es ist gleich früh, die Stunde. Wir gehen gleich weiter. Wir haben ein Ziel. Mal ein bisschen in die Richtung 00. Das ist auch wichtig, dass wir da ankommen. Die erste Nacht-Action ist gelaufen. Ich nehme noch ein bisschen was hiervon mit. Wir brauchen auf jeden Fall Getränke, das ist wichtig. Ein bisschen was für Tee, die Grüßsamen. Schnubbis. So, das. Einen neuen Bogen brauche ich. Und... Oh, der neue Tag, wunderbar. Pfeile. 71 neue Pfeile und dann mache ich mir einen Bogen. So. Getränke haben wir. Wir haben ein bisschen Material mit dabei. Das ist mit dabei. Das hier. Das. Den Rest. Ne, ich nehme vielleicht. Ich weiß nicht. Nehme ich die Casings mit? Komm, ich nehme sie mal mit. Wegschmeißen kann ich sie immer noch. Gut. Dann geht's in den neuen Tag Richtung 00. Herzlich willkommen. Guten Morgen. So. Machen wir mal zu die Hütte. Ich nehme mir aber die Fackel nochmal mit. Muss ja nicht hier bleiben. So, eine nehme ich mit, eine bleibt da. Und los geht's. Und weil es jetzt losgeht, war die Nacht kurz und der Morgen umso länger. Wir machen kurze Folgen. 17 Minuten. Die Nacht vollbracht. Wer hätte es gedacht? Oh, eine Maultasche wollte ich gerade sagen. Eine Handtasche. Und hier ist ein Schluck Wasser drin. Sehr schön. Ich mache mich los auf dem Weg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Lasst die Daumen da. Schreibt Kommentare, wie euch die 15 so gefällt. Habt ihr es auch schon angezockt? Und teilt es mit euren Freunden mal ein bisschen. Ne? Shared den Omme. Bis dahin. Ciao.